Moin, ja und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kurzen Statement-Video. Ich wollte heute ganz gerne einmal euch aufklären, nicht biologisch, aber was ich in Zukunft auf Twitch streamen möchte. Viele haben ja mitbekommen, dass ich WoT letzten Wochen oder schon fast ja, 2 Monate gestreamt habe. Bisschen abgeschweift bin von EFT. Ich streame jetzt seit knapp 2,5 Jahren Escape from Tarkov. 3200 irgendwas Stunden oder so. Ja, es war jetzt im Endeffekt, ich glaube, der 6. Vibe verbessert mich gerne. Die mich schon lange verfolgen, ich glaube, der 6. Vibe war es. Ja, ein bisschen schnell im End-Vibe-Feeling drin, im letzten Vibe. Und dadurch war ein bisschen die Luft raus, die Motivation. Und hab dann so ein bisschen WoT für mich entdeckt oder auch ein bisschen mehr. Sehr, sehr coole Leute kennengelernt. Streamer wie auch Zuschauer, mit denen ich auch viel gespielt habe. Hab dann halt auch den Grind für mich entdeckt, die Panzer freizuschalten. Bringt mir mega viel Spaß. Ja, aber es wurden natürlich auch die Fragen gestellt, komme ich wieder zurück zu Escape from Tarkov. Ich habe tatsächlich wirklich oft, ja, alle 1-2 Wochen auf jeden Fall noch 1-2 Mal die Woche Escape from Tarkov gestreamt. Klar, nicht jeder kann immer da sein, wenn der Stream an ist. Dadurch kommt es vielleicht so vor, dass ich dann eher WoT gestreamt habe. Das mag sein. Aber ja, die Entscheidung ist halt so. Das wird sie spannend machen oder irgendwas. Nicht so wie die ganzen Seven vs. Wild Videos, wo sie alle bis zum Schluss halt die Spannung halten. Ich werde beide Spiele weiter streamen, das ist ganz klar. Escape from Tarkov, wie auch, wenn die Zeit da ist, WoT. Gerade, weil wir ja seit Mittwoch den Vibe haben, bin ich natürlich auch wieder im Hype und möchte da ganz gerne so im Progress fortschreiten Richtung maximale Trader, dass wir Viewergames machen können, wieder zusammen euch helfen können, Spaß haben im Squad, also 4er, 5er, wie auch immer. Deshalb, nein, wir streamen auch weiter, Escape from Tarkov natürlich. Ja, wie es die Zeit dann zulässt, ich habe in 4 Wochen Urlaub, 3 Wochen, da haben wir ein bisschen mehr Zeit, da werden wir dann auch WoT vermehrt natürlich dann auch zocken. Ja, mal schauen, Content auf YouTube. Wird immer abwechselnd ein bisschen sein, WoT, EFT. Ja, in dem Zuge, schönen Start in die Vibe. Prost auf euch und dann sehen wir uns auf Twitch. Haut rein, ciao, ciao.